Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir fahren jetzt mit unserem Traktor zurück von der Lohndienstleistung. Ah, hier ist die Gärtnerei. Also, kommt mir bekannt vor. So ein Gram. Nö. Dann können wir durchfahren. Ist ja ein Tor da, ne? Oder so eine Öffnung vom Zaun. Uff, dann probier ich jetzt hier. Jetzt müsste das mit der Filter einigermaßen passen. Katastrophe. Wahrscheinlich auch so schlechtes Licht, wahrscheinlich. Mal sehen. Ah, nee, doch, nee. Lohnt sich ja nicht in dem Sinne. So oft machen wir es ja nicht. Dann werden wir den mal entsprechend zurückfahren. Oh, da wächst auch schon was. Ja, eine Fläche, wo Gras war, aber es wächst Gras, ne? Na gut, okay. Da wieder so eine komische Textur. Das ist ja, glaube ich, Mond, glaube ich. Ja, da ist nicht ersten Herbsttag entsprechend reif, ne? Ich glaube, ich mal einen Plan. Dann müssen wir gleich gucken nach der Kühe. Wir haben nachts vorgespult. Ob die Kühe schon genug Futter haben und Wasser. Dann werden wir uns darum kümmern müssen, ne? Wenn das sein muss. Mal nachschauen. Die anderen beiden arbeiten noch. Kühe haben noch ausreichend. Also Futter reicht. Mann. Das reicht ja noch Ewigkeiten. Die Kühe sind noch gesund. 0,7, 0,6, 0,7, 0,7, 0,7. Ja, die paar, die überlebt haben, sind auch schwanger teilweise. So, haben wir irgendwie Lohnlieferung, was sich lohnt? Ballenpressen 34. Wo ist denn 34? Das kann ja nur so ein kleines Feld sein. 23. 35. Das ist 32. Nee. Nee, das ist doch Kicke, das ist doch Kacke. Ja. So viel Zaun, so Ballenpressen sammeln, Ballen sammeln. Wie gesagt, ist noch nicht reif. Es sieht zwar reif aus, aber ist nicht reif. Und da werden wir gleich einen Kurs nehmen für Gärreste. Da werden wir entsprechend Kurs einfahren. Da werden wir hier Gärreste draufbringen. Bietet sich an als Dünger. Dann nicht alles weggenommen. Ne, das macht ja nichts. Ja, einen ganzen Tag zu tun mit Ballen pressen. Da haben wir angefangen um 14 Uhr oder so. Und nicht mal früher anfangen, ne? Dann wäre das auch um Tagesarbeit fertig gewesen. Naja, da fehlt auch Dichter nehmen. Dichter nehmen ist auch vorbei.
könnten noch Bäume fällen, ne? Haben wir lange nicht gemacht. Ein Streif ist nicht gewachsen, ja, was soll's. Das würden wir auch ignorieren in dem Falle beim Main hat es nicht geklappt so richtig anfangs, aber da klappt es. Wieder verfehlt. Normalen Dünger geht ja schneller, ne? Aber die Reste haben wir auch halt da, ne? Mal probieren, ob es klappt. Mit selbstständig nachholen. Dich dann nehmt auch daneben. Der Versuch. Reicht doch nicht ganz für einmal fahren. Ja, damit. So. Dazu brauchen wir mal einen Traktor. Ja, wäre am besten ja. Irgendwo einsteigen. Nicht zurücksetzen. Zum Hof kommen. Dann nehmen wir den hier. Brauchen wir mal nicht waschen. Ist ja so eingesaut. Ja, gleich mitmachen, ja. 1000 Kilogramm. Das reicht gerade so. Muss ja nicht perfekt sein, aber halbwegs so. Traktor bringt nicht viele Punkte. Der wird gleich klingiges Zeug. Könnte auch die anderen Wege annehmen, ne? Morgen. Genau, können wir auch tun. Vorbereiten, alles vorbereiten.
Schilder aufstellen. Ein Gast auch plötzlich zurechtfindet. Wer soll hier kommen, ne? So, gleich das Gewicht erholen. Das will ich gar nicht vergessen hier. So. So ein Gülle fast. Die Kühe stehen auch wieder. Schade, dass man ihn nicht grafisch darstellen kann, ne? Kälber und so. Normalerweise, ja gut, die Kälber sind ja normalerweise, werden ja von den Mutterküken getrennt und separat gehalten. Ja, sieht reif aus, aber ist nicht reif. Das gleiche hat er aber auch bei der Touring-Karre auch. Kein Grund zur Panik, es ist halt so. Gärreste. So, jetzt müssen wir entsprechend gucken. Hier programmieren wir einen Kurs, wie er das dann auf dem Acker machen soll. Und dann wird das gespeichert. Au, au, au. Na, erst Glück gehabt. Sagte Stufe 1 macht man noch keinen Schaden. 8 Uhr 12, bewölkt. Ob heute noch Regen kommt? Heute ist bewölkt, morgen kommt Regen. Gerade da, wo es reif wird, ne? Eieiei. Ja, abends Regen. Da werden wir uns noch gucken, ob wir da entsprechende Meter kaufen. Wir sollten ja zumindest zwei Felder zur gleichen Zeit machen können. Obwohl. Bei den kleinen Feldern würde ich das mal nicht sagen. Wir müssen auf die Feldnummer. Zwölf. Oh, einer ist fertig. Dann können wir gleich einen Fan nehmen dafür. Aber da bietet sich die andere Bäcker an. Dicht dabei als die andere. Da dürfte das Ding auch voll sein mit Gärreste. So. Einer fertig ist. Sind beide fertig. Das machen wir gleich. So, brauchen wir die Reste aufsammeln? Ja, machen wir das mal gleich. Dann kriegen wir einen Ball nämlich noch entsprechend raus. Das Gras reicht. Knapp aus. Ist knapp. Ich liege ja da noch rum.
Gut, dann ist er leer. Also der Schaden ist geringer als früher. Ja. Wir hatten früher mehr Schaden gehabt. Den wollte ich eigentlich nehmen für den Gülle fahren. Oder den Flug? Flug ich doch. Der stack ich mir nicht rein. Weil er ein bisschen schneller auf der Straße, ne? Ja. Sorry, Power, muss rüberfahren. Geht nicht anders. Weil der ist ein bisschen schneller auf der Straße. Dann können wir gleich einen Führungskurs einfahren. Ohne Anhänger. Fahr zu BGH Nord, muss das sein. So, dann fahren wir den mal gleich weg. Und zwar stellen wir links hin. Takt dann mal gleich wieder den immer entsprechend zu nehmen. Die roten zum Ballenpressen, das passt farblich hin. Und zum Main. So, ab zur BGH. Die sollte genug Gärreste haben, weil der Menge sie da schon hergestellt haben. So, fahren wir rechts ab hier. Und dann wieder links. Hier ein bisschen weiter ausholen. Lang geschossen hinten dran haben wir hier. Dann haben wir hier auch eine schöne Kurve nehmen. Dann hoffen wir mal, dass wir entsprechend den Punkt erwischen. Wo ist der hier überhaupt? Der wird hier sein. Da wird schwierig hier rauszukommen. Über die Wiese nicht. Das klappt. Schauen wir mal. Hier gehen wir auch noch schön nach links rüber. Ein riesen Geschoss habt ihr gehabt. So, kommen wir zurück. Wenn wir gleich noch speichern, Überführung, Feldnummer, ja, 12. Noch können wir gucken. Noch 12, ne? Ja,
Ja, 12. Normalerweise mit Hecke, naja gut. Was soll's, ne? Angekommen. Fertig. Speichern. Wir müssen den Ball sammeln, richtiger. Warum steht ihm im Weg? Ob wir da alle runterkriegen? Naja. Also der späte Sommer ist dann kalt, du. Mit 12 Grad, du. Lufttemperatur 10, das ist schon dann kühl. Was soll der Herbst dann bringen? Das gibt's nicht. 3. Ah, nee. 2, 3 waren zu viel. Das ist im Grunde egal. Wir können jetzt hier mal wegräumen, hinstellen und dann später wegfahren. Ah. Ja. Weil wir wollen mal die Bahnen immer freiräumen, dass wir entsprechend nicht gleich die Gülle holen können, also die gedüngt werden kann. So, freikommen ist schon fast alles. Ein Ball haben wir noch. Der ist am Rand, dürfte nicht stören. So, gut. Prozent. Ja, da ist der Traktor. Der ist da. Weil sie mir normal düngen. Ah, nee. So, aber hier sind 30 Meter fast. Machen wir 2 Runden. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn wir wiedersehen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.